Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Arcade Paradise. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Stimme, warum auch immer. Keine Ahnung. Kreis hat Stimme, was soll das? Oh, guck mal, es ist viel weniger Müll da. Es ist so gut wie gar kein Müll hier. Ich dachte, yo, machst du Mull? Aber, ach jo, wir haben das Upgrade gekauft. Und Post haben wir auch. Also, dass bei viel weniger Müll so viel weniger Müll ist, hätte ich... Dass hier gar kein Müll ist? Wo ist denn... Es gibt keinen Müll und keine Kaugummis. Es ist ja wunderbar. Dann gucken wir mal, wer hat denn Post geschickt? Sam, Arcade Mania. Sam oder Captain? Sam. Ich habe endlich meine Zombie-Phobie überwunden und eine Mehrspielerrunde Zombie 2 gespielt. Blockchain ist immer noch mein Lieblingsspiel und bei Woodgirl Jr. habe ich wieder die höchste Punktzahl, 284. Aber die Zombie 2 Waffen sind der reine Wahnsinn. Einer meiner Freunde hat die Minikanone in den Luftangriff freigeschaltet. Wow, wir sehen uns. Okay, ne? Er ist immer noch auf Woodgirl, ne? Er ist immer noch auf Woodgirl, gibt's doch nicht. Er? Sie? Warte mal, Sam Firemail. Ne, Sam, es ist genderneutral. E-Bank brauchen wir jetzt nicht. Arcade Mania, gibt's da irgendwas Neues zurzeit? Ne. Im Arcade Mania gibt's nichts mehr für uns. Also wir können nur in die Firma investieren, ne? Das heißt, wir machen jetzt erstmal, ich weiß nicht, habe ich gestern Abend einen Rundgang gemacht, wir können uns dann gleich erstmal um Aufgaben kümmern, sammeln aber jetzt erstmal Geld ein. So, eine kleine Morgenrunde, gucken, was hier schon gegangen ist, so in der ersten Zeit, die Schulschwänzer und so. Da machen wir einmal, aber viel ging offensichtlich noch nicht. Warum steht hier ein Hocker davor? Dauert das Spiel so lange? Na, offensichtlich, ich habe auch ziemlich lange gebraucht. Ja, Quests erledigen. Quests erledigen kommt jetzt dann auch gleich noch. Aber erstmal sammeln wir Demonetas. Komm her. Sammel Demonetas. Wir sammeln Demonetas. Dann können wir sie nämlich reinwerfen. Also damit verdienen wir nicht viel mit dem Dings. Die müssen wir eigentlich auch mal öfter spielen. So, hier habe ich noch nicht gesammelt. Die kommen immer am Schluss. Die Zentrumsautomaten. Oh, warte, vorne noch den Münzautomaten. Den müssen wir auch nochmal einsammeln. Der ist leer. Warum habe ich den eingesammelt? Oder wäscht halt keiner mehr Wäsche? Ach ja, ich liebe das hier. Hier sieht es schön aus, oder? Ja, sieht doch schön aus hier. So, Geld einzahlen. WC ist verstopft. Ach du meine Güte. Das war sicherlich Frank. Frank hat einen riesen Haufen gelegt wieder. Ja, das ist, wenn du Würste machst, die so groß sind wie eine Fleischwurst, aber dann so hart wie ein Goldbarren. Ja, ne? Dann gehen die nicht durch den Siphon und dann stehst du doof da am Ende. Ach, Toilette ist ja jetzt hier drin. Wir haben ja hier erweitert. Ja, bin unterwegs. Komm, get some. Wo geht's hier? Der wird gepömpelt. Ah, Toilet defeated, ey. Richtig schön. So. Dann können wir uns jetzt mal um Aufgaben kümmern. Was haben wir denn heute? 5 Eigentore in Video Air Hockey, okay. 1000 in Fruit Crush. Und keine Wäscheaufgaben. Geil. Gut, dass ich noch keine gemacht habe. 5 Eigentore in Air Hockey. Das kriegen wir hin. Upp. Das ist ja eine super Quest, ey. Damit verdienst du ja leicht die Kohle. Schwubbeldiwupp. Oh. Guck mal, damit hat er nicht gerechnet. Jetzt wird's schwieriger. Jetzt wird es schwieriger, Eigentore zu verursachen. Ich will... Ey, wenn der jetzt sich da... Mano! Miep, miep, draußen hat einer gehupt. Oh. Miep, miep. Man muss in die andere Richtung denken, aber ich komme halt nicht da oben ins Feld rein. Ja. Okay, so, jetzt Aufgabe abgeschlossen. Haben wir. Keine Wäscheaufgaben? Haben wir. Space Blubbeldiblab. Ne, was müssen wir machen? Punktzahl von 1000 Fruit Crush. Fruit Crush ist hier. Okay. Punktzahl, ah, das mag ich nicht, das Spiel. Das mag ich gar nicht, das Spiel. Weil Leertaste drehen ist. Und Leertaste drehen ist voll blöd. Muss man sich echt hart dran gewöhnen.
Ach Mann, das meine ich. Die nach oben Taste ist dieser Schnellabwurf. Drehen, drehen, drehen ist auf leer. Muss man sich merken. Dann ist es nicht so schwer. So, Melono. Nein, nein, nein. Drehen ist auf leer. Ich hätte ihn jetzt schon fast wieder einfach runtergesemmelt. Ich hätte ihn jetzt. Oh nein. So, die Musik. Punktzahl von 1000 kriegen wir aber eventuell trotzdem. Nein! So, Bananas in Pyjamas. Wer kennt eigentlich noch Bananas in Pyjamas? Hat das jemand mal von euch gesehen? Oder ist es jetzt so, Kreis, das redest du da schon wieder? Was für perverse Dinge hast du dir wieder angesehen in deinem Leben? Perversoling. So. So. Eine Banane wäre nicht schlecht, ne? Oh, ich muss niesen. Oh, oh. Ah. Ah. Entschuldigung. Ah, Gesundheit, danke. Oh. Was ist denn heute los, ey? Nein, schon wieder ein bisschen Stimme, ein bisschen. Es wird kalt, ne? Es wird kalt. Ich habe den Kamin noch nicht angemacht. Ich will noch, so lange es geht, bis zum letzten Grad Temperatur, will ich noch sparen. Muss ich. Das ist teuer, gell? Ach so, das geht ja so gar nicht. Mhm, das sind ja, ich muss ja 4 haben. Ich muss ja 4 haben. So, drehen auf leer. Drehen auf leer, so. Muss ich mich echt mal darum kümmern, dass das hier so ein bisschen aufgeräumter wird, ne? Ja, toll, aber Melone habe ich jetzt hier nicht. Pfirsich. Der will mich doch jetzt wirklich gänzlich vernuppeln. Oh, Gefahr. Siehst du, da oben ist Gefahr. Oh nein, jetzt habe ich mir die Bananen da unten verbaut. Jetzt habe ich mir die Bananen verbaut. Also ein paar davon. Oh nee, ich wollte da rüber an die Bananen. Ich wollte da rüber an die Bananen. Oh Gott, oh Gott. Okay, machen wir es so. Gut, 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 gut. So, müssen wir hier irgendwie die 1000 zusammenkriegen. Oh, jetzt habe ich die Bananen wieder frei, aber die anderen Bananen sind besetzt. Was mache ich jetzt mit den besetzten Bananen? Niemand will besetzte Bananen. Ich will nur freie Bananen. Vereinigung Freie Bananen Nürnberg Süd ist mein Favorite in diesem Fall. So, Kreis, was machst du für Sachen? Kreis, Kreis, Kreis. Ah, no, warum? Ey, ich krieg das mit meinem Gehirn nicht vereinbart, dass nach oben dieser super Flash nach unten ist quasi und das Leertaste drehen ist. Das ist für mich völlig für mein Gehirn verwirrend und nicht vereinbar. Ich werde es lernen. Oh nein, da hätte ich doch fast die 1000. Oh Gott. Warum Fruit Crush, ey? Warum? Ich darf da nicht drüber nachdenken. Dann geht das schneller. Ich darf da nicht drüber nachdenken. Dann geht das schneller. So, pass mal auf. Jetzt machen wir das nämlich so. Machen wir das so. Wood Girl Junior ist ausgefallen. Ja, komm, wir haben noch keine Punkte. Dann gehen wir eben reparieren. Wood Girl Junior. Oh, Daily Wood Girl müssen wir eigentlich auch noch machen, ne? Machen wir gleich noch ein Daily Wood Girl hier direkt. Nach der Reparatur. Vielleicht war es wegen den Bugs. Wegen den Bugs konnte ich die Punkte nicht aufstellen. So. Wood Girl Junior. Und los geht's. Los geht's. Los geht's. Wir dürfen nicht denken. Nicht denken. Nur drücken. Nur drücken. Es muss das Gehirn... ist gekitzelt worden und Wood Girl sagt, jetzt zeige ich dir, wie das läuft.
So, und da war jetzt einmal, man merkt das, ne? Da ist dann kurz dieser Aussetzer. Und sobald der dann weg ist, sage ich jetzt mal einfach, hast du keine Chance mehr, weil dein Gehirn merkwürdige. Warte mal, auf Leertaste schlägt der, aber okay, ich dachte schon. Ich dachte, wäre so Cheat-Mode. Aber nicht, war es nicht. Ah, Leute, morgen kaufe ich, glaube ich, ein paar Donuts. Und vielleicht noch ein Bubble Tea. Einmal so schön Luxuswochenende. Frauchen kommt zu Besuch. Und dann werden leckere Speisen halb in Unterwäsche auf dem Sofa genascht. Ah. Aua. Komm schon. Ich weiß nicht, wie ich damals diesen einen Rekord aufgestellt habe, ne? Irgendwie war mein Gehirn ganz kurz einfach auf, weiß ich nicht, vielleicht, Daily Wood Girl bringt mir gar nichts heute. Heute ist ein schlechter Tag, oder? Für die 300. Die 300 sind das Ziel. In der Realität hätte ich jetzt schon 1 Million Euro ausgegeben an dem Automaten hier, ne? Nee, da holen wir uns lieber den 1000er Fruit Crush. Noch, damit wir noch die Dolalas haben. Wir brauchen die Dolalas. Also das Spiel mag ich nicht. Ist einfach nicht meins. Sorry, aber hab ich schon gesagt, dass es einfach nicht meins ist? Ah, so. Einfach mal hier ein paar Fruits rein. So. So machen wir das. So machen wir das hier. Habe ich überhaupt keine Melonen? Ja doch, aber keine richtige Banane. Weiß ich nicht. So, aber das mal, Alter. Brech Kombo mal 2 direkt. Schöne Kombolori. Okay, dann speichern wir hier erstmal die Melone dazwischen. Oh nein. Jetzt hätte ich da unten den Pfirsich machen können. Kann aber hier die Melone reinbringen. Und bringe damit schon mal Pfirsichnähe in die Ecke da unten. Pfirsichnähe ist für manche politisch nicht in Ordnung. Ein Pferd und eine Katze sind beste Freunde hier. Warum singe ich so komische Sachen? Wann kriege ich denn die 1000 voll? Das fragen sich alle immer doll. So. Guck mal, jetzt ist da unten auch wieder ein bisschen Melonen-Space offen. Und da ist ein bisschen Kiwi-Space. Na, dann machen wir doch hier die Melone nein. Machen wir hier das Ding nein. So. Mach das Schneidebuhr, gell? Ich weiß gar nicht. Ich hab's gar nicht gesagt. Hast nicht gesagt, dass du es nein machst, de Buhr. So. Hans de Buhr ist übrigens Profispieler. Münzautomat ist Follow. Na, das ist doch Dollo. So. Ich will nur die 1000 Points. Dann. Oh Gott, ey, dann bin ich froh, dass es zu Ende ist hier. Also Kombos, weiß ich nicht. Wann bringen die was am Ende des Tages, ne? Nee, das hätte ich gerne noch offen für Melone. Aber dann kriege ich keine Melone mehr jetzt gerade. Doppelbanane, bäh. Post habe ich auch. Wartet doch, ey. Hier, da ist doch die Melone, Alter. Pass auf, jetzt Kombo. Kombo, wenn ich es nicht versause. Kombo Points. Oder mehr Melone als da unten habe ich nicht. Kiwi, Sweeby, Pfirsich, Mirsich. Schwierig, ne? Schwierig. So. Und so. Supermelon-Mann. So. Diesmal könnte es halbwegs laufen. Nein, warum? Schöne Kombo. Gab es jemanden, der Dr. Mario gerne gespielt hat? Also ich fand Dr. Mario früher schon nicht gut. Die Musik fand ich toll. Die Musik hat mich so gecatcht. Wirklich.
Dr. Mario Musik? Geil, legendär, episch. Aber Dr. Mario selbst? Da war ich eher der Tetris-Typ. Steine hart schnell. Bam, bam, zack, zack, dum, dum, du, du, du. Weißt du, das war, ja, ihr wisst schon. Team Tetris. Dann machen wir es so. Ja, vollo! So, 1000 Punkte haben wir geschafft. Münzautomaten, alle Sachen sind voll. Was ist hier voll? Warum? Warum ist hier voll? Warum wird hier nicht gespielt? Wo sind die Leute? Keine Wäscheaktivitäten heute gemacht. Na, dann machen wir nochmal einen kleinen Cash-Run. Was war das für ein Spiel? Ach, das war dieses Bomberman-Spiel, ne? Was können wir denn da noch für Quests machen bei dem Bomberman-Spiel? Da gucke ich dann auch gleich mal. Na komm, lass mich dich aufheben, mein Freund. Wobei ich auch Bock hier auf Barkenoid hätte, ne? Barkenoid habe ich mega Bock. Ich mag Barkenoid total. Irgendwelche Behälter sind wieder voll. Bin ja gerade am Sammeln. Bin ja gerade am Sammeln. Alter, wie viel Cash wir machen mit dem Ding hier, ne? Schon lange auch nicht mehr aufs Management geachtet. Also müssten wir dann vielleicht auch mal in irgendeiner Folge nochmal machen. Aber jetzt, wo du hier dann nur noch zockst, sag ich mal, ne, vergeht die Zeit auch so schnell. Ne, wirklich. So, warte mal, was können wir denn am Cyberdancer Aufgaben, Spielhallenmanagement. Wo ist der Cyberdance? Hier. Ziele, trifft 1000 perfekte Beats. Boah. Das ist mir gerade ein bisschen viel. Es geht denn am Hustler? Gewinne ein Spiel gegen die KI, gewinne 3 Spiele gegen die KI. Das ist Hustler. Mit einem Automaten, der Hustler heißt? Guy? Bump Dudes? Kein Automaten, der Hustler. Ach, das ist der Billardtisch. Okay, komm, spielen wir eine Runde. Spielen wir aber easy, gell? Fuck. Ja, erstmal hier rein, gucken wir mal, was passiert. Gar nichts, gut. Ah, der gute alte Hustler. Gucken, was er jetzt macht hier. Vielleicht macht er ja schon Lose, Lose, Doppel Lose. Nee, noch kein Lose. Na komm, hustlen wir mal einfach hier die Ecke. So. Alba Aparillos, würde ich sagen. okay, pass auf, das mache ich jetzt so und dann. Ah. Nee, da habe ich irgendwas Falsches eingelocht, glaube ich. Die weiße? Ja. Na, er will mich verführen da oben in der Ecke. Er will mich hier in der Ecke verführen. Mal sehen. Mal gucken. Machen wir. Ich baller hier voll rein jetzt. Schön ballern. Oh. Ist echt die Schwarze jetzt weggegangen? Ja. Dann hab ich verloren. ja. Bumm. Da war doch eine volle drin. Eine volle Grün. Grüne Volle. Ich knall dolle. Oh, da oben. Da oben. Egal, egal, egal. Wie, jetzt habe ich halbe? Wieso habe ich jetzt halbe? Ich verstehe die Regeln nicht. Ist nicht eine volle Dolle drin? Die da oben alle vor dem Loch liegen. Jetzt hat die falsche Kugel getroffen.
Ich prell die jetzt erstmal hier unten aus dem Loch alle raus. Pass mal auf. Boah, ey, Doppelloch. Zwei Bälle, ein Loch, Junge. Na ja, gut, schade Marmelade. Kannst nichts machen, ne? Alter, er hier so ein Trickshot. Ich spiele seit 6 Jahren hier in der Kneipe und meine Oma war schon Billardweltmeister. In. Jetzt will er angeben. Jetzt will er richtig angeben, ne? Ein richtiger Angeber. Seitentasche. Spielt doch keiner hin. Was, Alter? Er offensichtlich schon. Leute, wisst ihr, was geil ist? Bald kann ich wieder VR spielen. Nach dem Wochenende wahrscheinlich. Nach dem Wochenende baue ich alles in Ruhe auf. Guck mal da! Ah. Ey, der hat nur noch 2 Kugels, Alter. Ich glaub's nicht. Jetzt pass mal auf, Junge. Jetzt räume ich hier nämlich auf. Was? Ey, du kannst hier nicht langsam schießen irgendwie, ne? Es gibt keinen langsamen. Er hat die falsche. Was? Ach, ich check's nicht, ey. Es ist mir. Da bin ich über, Junge. Das geht nicht! Er kann irgendwie auch nur volle Pulle spielen. Volle Kanone, Danone hier. Die falsche Kugel getroffen. Jetzt mache ich es mir einfach. Pass mal auf. Lege ich mir die da hin. Ich will die eigentlich nur ganz sanft. Siehst du, volle. Der schießt volle Möhre, immer. Da muss sich einer noch ein bisschen was einfallen lassen von der. Die Steuerung ist. Alter, ich dachte, er macht jetzt hier direkt den Doppellocher, ey. Dann hätte ich aber auch ein bisschen Krisenstab einberufen. Was? Als ob das geht gar nicht. Das ist total unrealistisch. Muss man jetzt in die gegenüberliegende Tasche spielen? Ist das jetzt egal? Das weiß ich gar nicht. Kugel abheben oder ablegen. Was? Ich konnte die Kugel nicht bewegen. Ey, das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Oder hat er jetzt bei der Schwarzen freie Wahl? Base Race ist ausgefallen. Wie willst du das? Das kannst du nicht kontrollieren. Das ist völlig stupide. Oh nein, jetzt hat er gewonnen. Jetzt hat er gewonnen, jetzt haben wir verloren, hat er gewonnen. Na, hat er doch nicht gewonnen. Was ist ein Dovian? So. So, ist es jetzt egal? Ich hau die mal einfach weg jetzt. Ich meine, da gab es irgendwie eine Regel, aber gibt's sie hier auch?
Also muss ich da rein, wo das letzte Loch war oder nicht? Oder keine Ahnung. Oh. Ja komm, das war jetzt aber falsch. Keine Ahnung. Der Hustler. Er hat einfach eingelocht. Ach komm schon. Ich habe letztens auch so eine Schabe gefunden und dachte, oh mein Gott, hast du Kakerlaken im Haus? Aber es war so eine, hier in Bayern ist sie wohl relativ weit verbreitet, so eine Wald- und Wiesenschabe irgendwie. Weil. Nee, Bugai ist mir jetzt zu viel. Was gibt's mal Shuttlecocks noch zu holen? Ne, die haben irgendwie, Kakerlaken haben zwei so braune Streifen auf dem Rücken. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt bei Shuttlecocks? Richtig geklickt, ja. Ich bin eine Runde Shuttlecocks beim Matchball. Siege den KI-Spieler, ohne einen Punkt zu verlieren. Dreimal den KI-Mann besiegen. Okay, komm, machen wir noch eine Runde Pong. Shuttlecocks, Entschuldigung, Pong ist es nicht. Und wann war Matchball? Ich weiß es auch nicht so genau. Aber vielleicht wird es ja... Schon mal einen Erfolg wieder nicht. Ich dachte so, kann man vielleicht, wenn man ihn besiegt und gleichzeitig null, dann... Warum ist der so gut? Habe ich den Automaten auf schwer gestellt? Er ist schon echt nicht schlecht hier am Start mit seinem Shuttlecock. Bringen wir direkt mal Rotation rein hier in den Lachs. Na, wieso habe ich mich bewegt? Stimmt nicht mit mir. Das ist mit meinem Leben nicht mehr in Ordnung. Nicke die Knack. Zack, zack, zack. So. Es knackt immer so, wenn der Ball irgendwie auftritt, ne? Irgendwie knackt das ganz komisch. Oh no! So ein ganz komisches Knackgeräusch im Hintergrund. Oder ist das in meinem Ohr irgendwie? Da habe ich irgendwie wieder Schmalzverdichtung. Boah. Ist strong. Stronger Mann. Muss man ihm lassen. Boah. Münzautomat schon wieder voll. Alter. Weiß ich gar nicht, zählt der Münzautomat überhaupt als Wäscheeinnahme? So, das Geld für die dritte Aufgabe. Wie hole ich mir das eigentlich ab? Runde 12, Alter. Der weiß einfach, dass ich hier Chef of the Arcade bin, ne? Und Chef of the Arcade, der kriegt natürlich den harten Modus, aber da kommt er nicht hinterher. Das ist seine Schwäche. Seine Schwäche. Steile, steife Winkel. Oh, ist aber auch meine Schwäche. Offensichtlich. Mhm. Man muss die Linie einfach schon vorher, vor dem geistigen Auge haben. Und dann weiß man, wie es läuft. Und dann, oh Gott, der ist echt stark. Der ist echt strong. Aber er fährt dem halt so stumpf hinterher. Deswegen ist natürlich der steile Winkel gut. Steiler Winkel, hohe Geschwindigkeit. Sind wir wieder auf 8. Menschen saßen da. Zack, Player 1 gewinnt. Shuttlecocks. Okay,
Management, Shuttlecocks, Ziele, okay, 10 Runden abschließen. Dreimal den KI-Gegner besiegen. Komm, machen wir noch einmal und versuchen, ihn noch einmal zu kriegen. Obwohl, ich schaue jetzt erst nach der Queste. Ach, und es ist schon wieder Feierabend, Leute. Es ist schon wieder Feierabend. So, wie sieht's hier aus? Pass auf, wir sammeln nochmal Geld. Keine Wäscheaufgaben ist der Beste von der Queste. So, 1, 2, da haben wir die Automaten. Das Geld ist eh von Sam. $17, okay, da wird schon ein bisschen besser. Mit dem Blockchain haben alle irgendwie Probleme, ne? Aber er hat eine geile Mucke, habe ich gelesen, und deswegen ist das okay. Ja, der Dance-Automat, da müsste man viel mehr spielen eigentlich, weil der auch gut Kohle macht. Aber... So, hier haben wir alles, gell? Zahlen wir nochmal ein hier. In die Bank. Das Bankgebäude ist direkt auf der anderen Seite. Ich lege das eigentlich direkt ins Bankgebäude. Und da sitzt so ein Typ, der sammelt das dann ein. Und schüttet Kaffee drauf. So. Haben wir das auch? Wie viel Geld haben wir in der Bank? 15. Ey, wir können investieren. Eine Mail habe ich auch. Wieso habe ich eine Mail? Wann habe ich die denn bekommen? Sam. Nur kurz, dass ich mich für den Ball fertig machen muss. Ich habe dich schon wieder geschlagen. Ha, 280. Was? Was, hast du nicht schon mehr, Sam? Also irgendwas stimmt mit Sam nicht. Sam trinkt vielleicht. E-Bank. 15.000. Investieren. So. Hey, Dylan, sieh mal dein Konto, Alter. Ich bin jetzt offiziell ein Investor. Ah, großartig, Ash, das ist der Beginn von etwas Wunderbarem. Ich weiß es, ich melde mich. Okay, haben wir investiert? Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen und super erfolgreichen Tag. Ne? Macht's gut, bis dann. Auf Wiedersehen, reingehauen. Und ciao mit Au.